Disclaimer. Der Club der klaren Worte ist eine unabhängige und überparteiliche Informationsplattform. Wir werden von keiner Organisation oder Partei finanziert. Wir haben auch unseren YouTube-Kanal nicht zur Vermarktung freigegeben. Ausschließlich unsere Zuschauer und Leser unterstützen unsere Arbeit. Wir verfolgen keine politischen Ziele. Demokratische Werte sind uns eine Verpflichtung. Mein Name ist Markus Langemann, ich bin Publizist. Voraussichtlich am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Bundestag der Bundesrepublik Deutschland statt. Der Bundespräsident hat den Wahltermin am 9. Dezember des letzten Jahres für diesen Tag angeordnet. Und schon jetzt kann diese Wahl als historisch bedeutend bezeichnet werden. Nach der ersten Bundestagswahl am 14. August 1949 wird diese Wahl in der größten Nachkriegskrise in diesem Land eine besondere Bedeutung bekommen. Im Vorfeld der Bundestagswahl werden zahlreiche Meinungsumfragen von diversen Meinungsforschungsunternehmen durchgeführt, von Allensbach über die Forschungsgruppe Wahlen bis hin zu YouGov. Die berühmte Sonntagsfrage, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, soll abbilden, wie gewählt würde. Die Abfragen erfolgen telefonisch, online oder face-to-face. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt zur Wahrnehmung und Wirkung von Meinungsumfragen. Zitat: Weder die Sonntagsfrage noch andere Umfragen sind naturgegeben. Umfrageergebnissen liegt eine komplexe Produktions- und Konstruktionslogik zugrunde. Zitat Ende. Die Sonntagsfragen sind sogenannte Projektionen. In Projektionen fließen auch weitere Faktoren als die reinen Antworten der Befragten ein. Zum Beispiel lässt man etwa auch die längerfristige Grundüberzeugung einfließen. Die Sonntagsfrage sagt somit nichts über den Anteil der Nichtwähler aus oder den Anteil der noch Unentschlossenen oder jener Wähler, die zwar wählen gehen, weil sie es als ihre erste Bürgerpflicht ansehen, aber den Wahlzettel bewusst ungültig machen. Somit ist klar, bei der Sonntagsfrage wird auch konstruiert. Und ich meine hier nicht manipuliert. Zu bedenken ist auch, dass die meisten Umfragen von Medien in Auftrag gegeben werden. Diese zeigen ja nicht nur die nackten Zahlen, sie interpretieren jene und setzen sie in einen Kontext. Damit sind die Zahlen unmittelbar mit Wahrnehmung und Wirkung verbunden. Der amerikanische Sozialwissenschaftler Herbert Simon hat 1954 den Gedanken formuliert, dass Meinungsforschungsinstitute die Reaktionen auf ihre Umfragen in ihre Projektionen einpreisen müssten, um so genau jene Werte projizieren zu können, die genau die Reaktionen auslösen, die am Ende genau zu den projizierten Werten führen. Ein in der Tat spannender Gedanke. Ich möchte Sie einladen, Ihre Stimme abzugeben. Kommen Sie auf die Webseite clubderklarenworte.de. Dort ist eine einfache, anonyme, einmalige Stimmabgabe möglich. Die Umfrage habe ich am 15. Februar um 12 Uhr gestartet und lasse sie in den nächsten Wochen und Monaten online. Nach Abgabe Ihrer Stimme sehen Sie das Ergebnis. Diese Umfrage erhebt nicht den Anspruch, repräsentativ zu sein. Sie ist nicht geografisch, demografisch oder anders gewichtet. Sie wird auch nicht kommentiert. Sie zeigt einfach nur die nackten Zahlen. Sie kann bestenfalls ein Radar im Anflug auf die Bundestagswahl sein. Teilen Sie dieses Video gerne, damit mehr Menschen auf die Umfrage aufmerksam werden und mitmachen. Und wenn Sie mehr zum Thema Meinungsumfragen wissen möchten, können Sie auch das PDF des Artikels der Bundeszentrale für politische Bildung zu diesem Thema auf der Webseite Club der klaren Worte unter Dokumente downloaden. Und wenn wir uns heute zum ersten Mal kennengelernt haben, freue ich mich, wenn Sie ein Abo dalassen und in diesem Kanal und auf der Webseite ein bisschen stöbern. Bis zum nächsten Mal.